Chase, du bist dran. Ruff, Seilrutsche. Das sieht gut aus, Chase. Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Raptorspuren. Ihr solltet euch etwas beeilen, denn hier ist eine Höhle voll mit Velociraptoren. Ah! Wahnsinn, Raptoren? Seilrutsche kommt sofort. Los geht's. Also, Marvin, das ist fast wie Fliegen. Nur mit ein bisschen Hilfe. Du rutschst vor und ich bin hinter dir. Das hast du gut gemacht, Marvin. Ja, woohoo! Oh, oh, Zeit, super schnell abzuflitzen. Ich glaube, sein Flügel tut ihm weh. Meine Mama hilft ihm. Sie macht alles gesund, von Flügel bis Flosse. Ich hoffe, dass es dir damit besser gehen wird. Es funktioniert. Ja, weiter, weiter. Wahnsinn. Hat Angst vor dem Fliegen. Vielleicht macht er ja mit, wenn ihn jemand unterstützt. Sky? Ja, ich bin der Flughund! Rex, versuch doch mal, ihn ein wenig aufzumuntern. Hallo, mein Freund. Ich weiß, du bist ängstlich, aber Sky wird dir helfen, wieder hoch in die Lüfte aufzusteigen. Einverstanden? Und auf geht's, Marvin! Du schaffst das! Ich bin dein Flugpartner! Alles klar, du schaffst das, mein Freund! Dieser Flugsaurier hebt jetzt ab! Oh ja, das macht so toll! Juhu! Ja, gut so, Marvin! Er könnte abstürzen! Sky, kannst du mal nachsehen, was passiert ist? Puff, Sichtgerät! In seiner Flügelschiene steckt ein Ast! Und nun ist sie auch noch abgebrochen! Das müssen wir reparieren! Das machen wir! Sky, hol Rocky ab! Wird gemacht! Rocky, du ziehst die Schrauben der Flügelschiene fest. Es ist Zeit für einen Dino-Einsatz in der Luft. Also, ich bin bereit, Sky. Wahnsinn! So ist es also, wenn man ein Flugsaurier ist. In Ordnung, bring mich langsam und vorsichtig runter, Sky. Festhalten, Rocky! Danke, mein Freund. Rocky, mach dich schon mal bereit. Schraubenschlüssel. Langsam und vorsichtig. Geschafft. Jetzt nur noch zwei. Rocky, besser du beeilst dich. Dieser T-Rex hat wohl schlechte Laune. T-Rex? Komm schon, Rocky. Du schaffst das. Fertig! Los, zieh mich raus! Ja! Das hat er toll hingekriegt! Schon bald bin ich auf dem Thron! Oh, ich freue mich so darauf, König zu sein! Das wird ein Spaß! Ganz besonders, weil ich jetzt einen Drachen gebändigt habe! Nein, das Schloss ist da hinten, Johann Kralle. Kaka, kaka. Sparks fliegt in die falsche Richtung. Das ist gut für uns, dann sind wir zuerst beim Schloss. Ryder, wir haben noch mehr Probleme. Der Kessel ist auf einem Dach in der Nähe der Turmuhr. Und Schnuffinchen ist auch hier und schläft. Ich habe Angst, dass sie über den Rand kullert. Marshall, Rocky, ihr müsst da hoch und Schnuffinchen retten. Und ihr müsst den Nebel aufhalten. Geht klar. Machen wir. Leiter!
Jetzt können keine Nebelwolken mehr entweichen. Bleib wach, Spaß! Bleib wach! Havoi! Das ist alles deine Schuld! Du möchtest gern Ritter! Nein, deine! Du möchtest gern König! Oh oh! Ryder, der Herzog und Klaue benutzen Marshmallows, um Sparks zu bändigen! Das habe ich nun davon, dass ich auf einen Hund gehört habe. Gut gemacht, Sky. Jetzt müssen wir uns nur noch um einen schläfrigen Drachen kümmern. Rettungsringe! Das war cool. Oh oh! Rubble hat den Magneten. Ich hoffe, es funktioniert. Da kommt Sparks. Wasserlanze. Das hast du gut gemacht, Marshall. Megafon! In Position, Ryder! Ryder, Sparks setzt zum Tiefflug auf Wellenburg an! Bin schon unterwegs! Komm schon, großer Freund. Verschwinden wir aus der Stadt. Komm schon, Kumpel. Bleib wach. Komm schon. Komm schon. Das war echt toll. Bleib wach, Sparks. Okay, Rubble. Schleuder den Magneten hoch. Ryder, ich habe nur eine einzige Chance. Was ist, wenn ich nicht gut genug treffe? Du schaffst das, Rubble. Ryder. Ryder. Fellfreunde. Krieg das schon hin. Achtung. Fertig. Los. Aus der Stadt und dem Kessel verschwunden ist. Was passiert nun mit dem Schild und dem Kessel, Eure Majestät? Sie werden an einem neuen, sicheren Ort verwahrt, und zwar im Wellenburg-Museum. Immer schön weiterschieben. Wird's bald. Hilf uns, Sparks. Bitte, bitte. Okay, na gut. Tust du für die hier? Danke, Freunde. Wir müssen einen Baby-Dino retten. Er ist in eine Grube gefallen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du schaffst einen der Baumstämme mit dem Greifer an deinem Fahrzeug weg. Rocky rockt. Außerdem brauchen wir Rex. Du räumst mit deiner Dino-Kralle den anderen Baum aus dem Weg, alles klar? Auf ins Dino-Abenteuer! Dino-Kralle! Eins, zwei, drei und ziehen! Kolossale Kooperation, Freunde! Es geht los, Sky! Dann hol das Baby mal da raus! Rettungsgurt!
Leg den Gurt an, Kleiner. Ich weiß, du schaffst das. So ist's gut. Und bereit. Das hast du gut gemacht, Rex. Sky, hoch mit ihm. Es geht aufwärts. Jetzt muss ich nur noch einen guten Landeplatz für dich finden. Was war das? Nicht so rumzappeln, Baby Dino. Halte durch, du hast es gleich geschafft. Oh je, das war vielleicht knapp. Das klingt, als käme das ganz aus der Nähe. Das ist ein T-Rex. Er ist der König der Dinosaurier. Es hört sich aber nicht so an, als wenn er glücklich wäre. Sky, kannst du ihn sehen? Er schnappt nach allem und richtet ein riesiges Chaos an. Der Grund für die Bissspuren an den Bäumen. Ein T-Rex frisst normalerweise keine Bäume. Und Felsen frisst er schon gar nicht. Oh. Sky, schaffst du es, einen Blick in sein Maul zu werfen? Ich versuche es mit einer Großaufnahme. Ruff, Fernsehbrille. Oh, oh, dem T-Rex klemmt ein Ast zwischen den Zähnen. Ich wette, der T-Rex versucht, ihn loszuwerden, indem er in alles reinbeißt. Ein Dino-Dental-Dilemma. Wie kriegen wir den Ast zwischen seinen Zähnen raus? Hey Ryder, wie hat Kati das Trockenfutter aus Marshalls Zähnen geholt? Na klar, mit einem Wasserstrahl, das funktioniert beim T-Rex vielleicht auch. Marshall, komm ganz schnell hierher und bring deine Wasserdüsen mit. Ein T-Rex braucht eine gründliche Zahnreinigung. Ein T-Rex? Ich bin bereit. Wuff, wuff, Rettungshund! Ich hoffe, Marshall ist hier, bevor der T-Rex die ganze Dino-Wildnis zerstört. Oh, endlich ist er wieder bei seiner Mama. Hoffentlich tut der T-Rex den beiden nichts. Marshall, schnell! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Ast aus dem Gebiss vom T-Rex spülen. Beeil dich! Wasserdüsen! Und jetzt sag brav A. Ich komme nicht nah genug an sein Gebiss. Ein Dino-Zahnarzt hat es wirklich nicht leicht. Wir müssen Marshall irgendwie höher heben. Der alte Pünktliche! Das ist ein Geysir, der jede Stunde Wasser ausstößt. Ja, und gleich ist es wieder soweit. Gute Idee. Marshall, du fährst direkt über das Geysirloch. Und Rex, du überredest den T-Rex, sich zu Marshall umzudrehen. Hallo? Ja, du! Ich heiße übrigens auch Rex. Hast du das gewusst? Hoppla, das ist aber hoch. Oh-oh. Marshall, los! Dann wollen wir mal. Alles gut, er ist wieder fröhlich. Und er sagt Danke.